Mein Name ist Liam, ich studiere an der LMU, ich bin organisiert bei Klasse in Klasse. Ich wollte hier nochmal meine Solidarität mit den Geflüchteten aus Sierra Leone zeigen. Ich denke auch als Jugendliche, für uns ist es sehr wichtig, ein Zeichen zu zeigen, besonders in einer Zeit, wo sehr viele rechte Kräfte auch auf den Straßen dominant sind, die rechten Diskurs schüren, die davon profitieren auch, dass die Regierung keine konsequente Politik gegen die Pandemie fährt und deshalb auch das letzte Jahr für viele von uns extrem hart war. Ich möchte eine weitere Sache sagen. Und zwar, vor den Wahlen hat man ja gesagt, viele Jugendliche auch, man muss nur die CDU abwählen. Es liegt all diese Probleme von Rassismus, einer schlechten Migrationspolitik, einer schlechten ökologischen Politik, das liegt alles nur an der CDU. Aber was sehen wir jetzt? Jetzt ist eine Regierung da, von SPD, von den Grünen, von FDP. Die haben gesagt, ja, wir werden eine humanitäre Politik machen. Aber was ist die humanitäre Politik? Eine Vorrednerin hat schon den Begriff der Rückführungsoffensive genannt. Dieser Begriff, dass der deutsche Staat und die neue Regierung die Migration nicht in allen Fällen gleich behandelt. Deutschland hat Programme, um Menschen aus anderen Ländern herzuholen, damit sie hier arbeiten. Aber die Leute, die hier sind, die hier arbeiten wollen, die hier eine Ausbildung machen wollen, die dürfen kein Recht darauf haben. Wieso ist das so? Wieso ist das so? Wer war mit dabei? Die Grüne Partei! Ja, das ist halt auch das Ding, meine lieben Freunde und Freunde. Hier sind auch andere Leute, die auch bei den Grünen aktiv sind. Ich glaube, es reicht nicht aus zu sagen, wir wollen eine humanitäre Politik oder wir wollen eine andere Narrative, eine andere Erzählung. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns in dieser Zeit organisieren, dass wir zusammenkommen, so wie wir es heute gemacht haben, ein wichtiges Zeichen zu setzen. Aber es muss uns auch klar sein, dass im Kampf gegen Rechts, im Kampf gegen Rassismus, ist nicht auf die Ampelregierung zu setzen. Denn das ist die gleiche Regierung und sie wird die gleiche rassistische Politik fortfahren, die im Koalitionsvertrag steht, die Migration bis zu dem Punkt, den Rassismus und die Migration bis zu dem Punkt bringen kann, wie wir es vor einigen Jahren im Fall von Houri Jallot gesehen haben. In diesem Staat müssen Menschen, die Migrationsgeschichte haben, die geflüchtet sind, Angst davor haben, dass sie in Polizeirevieren sterben. Das ist die Situation und das ist der Land, in dem wir leben. Deswegen, ich will nicht damit beenden. Ich glaube heute, dass wir hier zusammengekommen sind, ist ein wichtiges Zeichen und wir müssen es weiter fortführen. Dort, wo wir sind, dort, wo wir studieren, wo wir lernen, wo wir arbeiten, zusammenkommen, egal welche Hautfarbe, egal wo man herkommt. Und wir müssen dagegen kämpfen, auch, dass die scheiß Patente von den Impfstoffen wegkriegen. Ansonsten werden diese scheiß Pandemie nie beendet werden. Und es werden Tausende von Menschen, Hunderttausende von Menschen auf der ganzen Welt deswegen sterben, weil irgendwelche scheiß Imperialisten Politik geführt wird, wo Profite wichtiger als Menschenleben sind. Also deswegen, nochmal viel, viel Solidarität. Stop, stop, stop! Stop deportation! Stop, stop, stop! Stop. Deportation! Liam von Klasse gegen Klasse.